Einsatz, wir sind jetzt auf der Suche nach dem neuen Spieler, nach dem Dobras, Christian. Weil der steht nämlich nicht irgendwie auf dem Plan. Und irgendwo muss er ja sein, weil ist er schon angekündigt. Also suchen wir jetzt einfach. Der Erste, den ich gleich fragen kann, wo Christian Dobras ist, ist der Werner Meyer. Hallo Werner, hast du den Christian irgendwo gesehen? Hallo Christian, den Christian, wo ich den gesehen habe. Ich glaube, der sitzt da irgendwo da hinten. Selbstverständlich, der sitzt auf der Bank und wird hoffentlich dann auch in der zweiten Halbzeit zum Einsatz kommen. Ich glaube, der Christian Dobras wird gerade einberufen. Ja, da steht er gerade auf der Bank, also schaut so aus, wie wenn sie was haben. Hui, das heißt, wir haben ihn gefunden. Aber jetzt kann ich nicht mehr interviewen, das ist jetzt irgendwie ein wenig blöd. Jetzt hätte man fast gehabt, weil er auf der Spielerbank gesessen ist und jetzt ist er uns wieder abhanden gekommen. Ich weiß es nicht, ob der Christian Dobras heute überhaupt da ist. Aber ich wollte eigentlich ganz was anderes fragen. Wie laufen denn die Vorbereitungsarbeiten für die neue Spielstätte, für die Verbandsanlage? Sehr weit, auch wenn manche glauben, das ist noch im Rotzustand, aber das stimmt ja nicht. Ich habe leider Gottes Fotos gesehen, man kann sich immer was aussuchen, was nicht so schön ausschaut, aber das wird alles noch gemacht. Also wir sind der Innenbereich, also sprich die Kabinen, alle neu gemacht worden. Ist das Flutlicht der Bundesliga tauglich gemacht worden, das Spielfeld ist in Topzustand, ganz neu hergerichtet. Wir arbeiten jetzt gerade in der Fertigstellung der ganzen Werbemöglichkeiten für unsere Partner. Das wird auch sehr schön. Wir haben, also nicht wir, sondern es wurde ein Gästesektor gemacht, ja, der auch alle Erfordernissen, auch von der Polizei, mit einem sehr gut benotet wurde. Und es ist halt natürlich jetzt ein bisschen eine schwierige Zeit, auch wenn es heute sehr schön ist, war die letzte Zeit Regenzeit und dann schaut das Ganze ein bisschen anders aus mit Schlamm und so weiter, aber da kann ich auch beruhigen, ich bin zwar nicht fürs Wetter zuständig, aber jetzt wird es ja immer schöner und dadurch wird das auch alles, diese Anlage ordentlich noch hergerichtet mit Gärtner und, also viele, viele Punkte und jedenfalls zum ersten Spiel wird alles fertig sein, das ist zu 100%ig garantiert, es sind wirklich nur noch Kleinigkeiten zu erledigen. Und ich denke, wir haben eine passende Zweitliga-Anlage, wo wir sportlich eben dementsprechend auch reüssieren können und freuen uns natürlich auch auf jeden Besucher ab dem Zeitpunkt, wenn sie kommen dürfen. Du bewachst da ein relativ spannendes Gerät. Was ist denn das mit einem langen Stirl? Was ist denn das? Ich habe es eigentlich für den Nachwuchs und für die Amateure gekauft, ja. Und es ist eben mit dem 6-Meter-Stativ, also das wird ja immer moderner, das Ganze, ja, also dass man ein bisschen die Standardsituationen filmt und die Bewegung am Spielfeld, Hintertor, wie verschirmen sie sich, und das wird uns sicher helfen, also für die Amateure Nachwuchs, sofern wir jetzt dann endlich wieder mal zum Trainieren anfangen dürfen, weil das ist das nächste Thema. Du nimmst mir immer die Fragen vorweg, weil eigentlich wollte ich die Fragen, wann rechnest du damit, ab wann dürfen denn wieder Zuseher kommen? Ja, das weiß niemand, weder in Österreich noch sonst wo, außerhalb Österreichs, Europas oder sonst wo, wir wissen es nicht. Also Spekulationen sollte man sich auch nicht beteiligen, da spekulieren eh so viele, ich bin auch kein Experte in diesen Dingen. Wir müssen hoffen, dass die Bevölkerung vernünftig ist und sich an die Maßnahmen hält, und wenn das so ist, dann wird auch Zuseher bald wieder kommen, aber wenn das Infektionsgeschehen nicht zurückgeht, dann wird es eben auch nicht passieren. Aber wie gesagt, das ist alles Spekulation. Also ich gehe mal davon aus, vom Schlimmsten, dass wir nur die 4 Runden spielen, die Nachtragsspiele. Das sind quasi für uns 4 Endspiele für den Klassenerhalt, weil das müssen wir unbedingt umsetzen. Weil alles andere war ein extremer Rückschritt. Und ja, aber wie gesagt, das wird ja verdammt schwierig. Weil wir haben eine junge Mannschaft für den gesamten Nachwuchs, weil den Rückstand, den kannst du nicht in ein paar Wochen aufholen. Also das sind ja schon massive Schäden entstanden durch das Ganze. Aber man muss jetzt einfach das so hinnehmen, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Und dann müssen wir halt gleich früh angreifen. Also. Und wo wird das dann stattfinden, diese 4 Spiele da im Donaupark? Ja, genau, wir haben 3 Heimspiele. Also die Auslosung wird dann nochmal neu. Also die Auslosung hat ja schon einmal stattgefunden. Das erste war am 6.3. gewesen gegen Neuzeug, aber es ist eben, das kann nicht stattfinden, das Spiel, aufgrund der Vorbereitung, was man dann noch machen muss. Aber wir haben 3 Heimspiele und ein Auswärtsspiel. Ja. Also von dem her gehen wir davon aus, dass wir das auch umsetzen werden, den Klassenerhalt. Das andere kommt sowieso nicht in Frage.